ein Land der Wölfe und Bären. Zwischen Schwarzmeerküste und Donautal lebt so mancher noch wie in vergangenen Zeiten. Im Einklang mit einer einzigartigen Tierwelt, wie man sie sonst kaum mehr findet. In Bulgarien begegnen sich Tiere und Pflanzen aus Europa und Asien, verschmelzen Orient und Okzident. Das Pirin-Gebirge Ende März. In abgelegenen Schluchten leben Wölfe. Noch hält der Winter die Bergregionen fest in seinem Griff. Nahrung ist knapp in dieser Zeit. Lange wurden Wölfe gnadenlos gejagt. In Bulgarien haben mehr als 1000 überlebt und stehen inzwischen unter Schutz. Auch die Braunbären haben sich tief in die verschneiten Wälder zurückgezogen, suchen in Bächen nach kleinen Fischen und Schnecken. Wo sie fündig werden, gibt es Streitigkeiten um die karge Kost. Während in den Bergen die Tiere ums Überleben kämpfen, wird es in den tiefer gelegenen Tälern langsam Frühling. Vielerorts wird noch mit Ochsen gepflügt. Für teure Landmaschinen fehlt es den Menschen an Geld. Die traditionelle Landwirtschaft bedeutet harte Arbeit. Aber sie formt eine kleinteilige Landschaft mit viel Raum für wildlebende Tiere und Pflanzen. Bulgarien ist ein recht unbekanntes Land. Im Süden liegen Griechenland und die Türkei. Im Norden bildet die Donautiefebene die Grenze zu Rumänien. Auch mächtige Gebirge wie die Rhodopen oder das Balkangebirge prägen das Land. Und im Osten das Schwarze Meer. Die fast 400 Kilometer lange Schwarzmeerküste ist der wohl bekannteste Teil des Landes. Wie seit jeher beginnen die Fischer ihren Tag in aller Herbertsfrühe. Noch sind die Nächte kalt und die Arbeit auf den schaukeligen Booten ist ungemütlich, doch der Fang lohnt sich. Für einen Blick nach oben bleibt selten Zeit. Direkt über den Köpfen der Männer verläuft die Via Ponticum, eine Art Schnellstraße für Hunderttausende von Weißstörchen und anderen Zugvögeln auf ihrem langen Weg von Afrika in ihre Brutgebiete im Norden. Wenn die Sonne allmählich an Kraft gewinnt und die Felsen der Steilküste erwärmt, wagen sich die ersten Reptilien aus ihrer Winterstarre. Er sieht zwar aus wie eine Schlange und bewegt sich auch so, tatsächlich aber ist der Scheltopusik eine harmlose Echse. Wie viele Tiere des Balkans liebt er es trocken und warm. Das angenehme Klima lockt auch andere. Malerische Fischerdörfer wie Nessebar und Sosobol mit ihren historischen Holzhäusern ziehen Jahr für Jahr Tausende von Touristen an.
Bulgarien ist eines der beliebtesten Urlaubsziele des Ostens. Die meisten allerdings kennen das Land nur als Badeparadies. Wo Flüsse in das Schwarze Meer münden, liegen oft unmittelbar hinter den Sandstränden undurchdringliche Auwälder. Die ausgedehnten Sümpfe sind nur mit dem Boot erreichbar. Eine Legende erzählt, dass Gott die Bulgaren bei der Erschaffung der Welt vergessen haben soll. Um seinen Fehler wieder gut zu machen, schenkte er ihnen ein Stück vom Paradies. Für die Sumpfschildkröten gibt es wohl kaum einen schöneren Ort. Die Logenplätze im Garten Eden besetzen Laubfrösche. Doch im Paradies gibt es auch Schlangen. Die Streifenringelnatter hat ihr nächstes Opfer fest im Blick. Eine Wechselkröte, grün gefleckt mit roten Warzen. Sie gibt sich unbeeindruckt. Und tatsächlich scheint Kröte heute nicht auf dem Speiseplan zu stehen. Für die Mittelspechte ist die Schlange keine Gefahr. In sicherer Höhe sind sie damit beschäftigt, ihren Nachwuchs zu füttern. Am Waldrand, wo es etwas trockener ist, leben verwilderte Hausschweine. Ein kleiner Hund hat sich ihnen angeschlossen. Die halbwilden Schweine ziehen das ganze Jahr umher, treffen auf diese Roma-Familie, die kurz vor dem Aufbruch steht. Von den 8 Millionen Bulgaren gehört jeder Vierte einer Minderheit an. Die Roma sind eine davon. Wegen ihres Lebensstils wurden sie als fahrendes Volk beschimpft, verfolgt und zur Sesshaftigkeit gezwungen. Nur wenige ziehen noch immer von Ort zu Ort. Heute sind sie nach Norden unterwegs, in Richtung Donau. Die weite Ebene am großen Fluss ist die Kornkammer des Landes, ein fruchtbarer Landstrich. Im Frühsommer ein einziges Blütenmeer. Zwischen den sanften Hügeln tun sich Abgründe auf. Aus dem Löss gewaschene Schluchten,
die wärmeliebende Pflanzen und Tiere für sich erobert haben. Brutplatz für Bienenfresser und Blauracken. Vögel mit einer tropisch anmutenden Farbenpracht. Seit mehreren Generationen leben auch Füchse im Canyon. Sie bewohnen ein umfangreiches Höhlensystem. Die steilen, sonnendurchfluteten Lösswände bieten Sicherheit, Schutz und Wärme. Etwa anderthalb Monate alt sind die fünf kleinen Räuber. Sie beginnen gerade erst, die Welt vor ihrer Haustür zu entdecken. In der unzugänglichen Schlucht glauben sie sich unbeobachtet, aber sie irren. Ihre Spiele erregen Aufmerksamkeit bei einem Feind, der selbst noch nicht ganz flügge ist. Im Moment erinnern die beiden Jung-Uhus allerdings eher an zerzauste Federbälle als an respekteinflößende Greifvögel. Bei den Bienenfressern gibt es noch keinen Nachwuchs. Die hübschen Vögel sind erst vor kurzem aus Afrika zurückgekehrt und beginnen gerade mit der Balz. Noch ist nichts entschieden. Und solange das so ist, streiten sich die Vögel ohne Unterlass. Hat ein Männchen eine Biene oder Wespe erbeutet, schlägt es das Tier so lange gegen einen Ast, bis es seinen Giftstachel verliert. Ein Geschenk ohne böse Überraschung für seine Auserwählte. Auch die Blauracken sind noch auf Partnersuche. Jedes Männchen setzt sich in Szene und demonstriert sein Jagdgeschick an Käfern. Wie die Bienenfresser wählen auch die Blauracken jeden Frühling ihren Partner aufs Neue, um dann mit ihm gemeinsam die Jungen aufzuziehen. Das Weibchen ist fast überzeugt. Allerdings fehlt da noch eine Kleinigkeit. Auch hier geht es nicht ohne Verlobungsgeschenk. Die Chitinpanzer der Käfer sind keine Leckerbissen und werden als unverdauliche Speiballen ausgewirkt. Während auf den Feldern das Getreide reift, wird es langsam Sommer im Donautal. Zeit der Heuernte. Ohne moderne Landmaschinen, auf traditionelle Art und mit viel Muße. Überall bringen die Menschen jetzt Heu ein. Futter für Pferde, Maultiere und Esel, wichtiger Besitz und ganzer Stolz der Kleinbauern. Auch in den Dörfern entlang der Donau scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Rührend kümmert sich die Gänsemagd um ihr Federvieh.
Bilder wie aus einer längst vergangenen Zeit. Hinter der Idylle verbergen sich große wirtschaftliche Probleme. Hohe Arbeitslosigkeit und niedrige Einkommen, von denen gerade alte Menschen kaum leben können. Zukünftig sollen die Naturschätze Bulgariens zum Aufschwung beitragen. Denn wo sonst brüten Blutspechte mitten im Ort? Solch seltene Anblicke könnten Ökotouristen anlocken. Und das würde den Dörfern Geld bringen und dem Schutz der Natur dienen. In einem Obstgarten sperren junge Pirole hungrig ihre Schnäbel auf. Die Kleinen sind kaum satt zu bekommen und halten die Eltern ordentlich auf Trab. Das Pirol-Männchen stopft eine Maulbeerfrucht in einen der Gierschlunde. Ein dicker Brocken, den nicht jeder runterkriegt. Oberhalb der Dörfer werden die Hänge steil und felsig. Ackerland ist das nicht, aber ein ideales Terrain für Wanderhirten und ihre Tiere. Gegen die hungrigen Mäuler haben Bäume und Sträucher keine Chance. So halten die Ziegen die Landschaft offen und pflegen das Jagdrevier vieler Greifvögel. Wie die Pirole sind auch die Adlerbussard-Eltern jetzt ständig auf Nahrungssuche. Eine Gefahr für die Ziesel, die nur erhöhte Aufmerksamkeit schützt. So wird anstatt des kleinen Nagers eine Eidechse zu Vogelfutter. Ist die Luft wieder rein, widmen sich die Ziesel ihrer Lieblingsbeschäftigung, dem Fressen. Trotzdem sind sie stets wachsam, denn Gefahr droht von vielen Seiten. Von den Ziegen aufgeschreckt, eine Sandotter. Bulgariens giftigste Schlange hat es eigentlich auf junge Ziesel abgesehen. Ihr kommt eine der Ziegen in die Quere. Ohne zu bemerken, dass sie nun in Gefahr ist. Die Herde zeigt sich wenig beeindruckt. Im Gegenteil. Neugierig beschnuppern die Ziegen das Reptil, bis es sich davon macht. Unbeschadet ziehen sie weiter, hinterlassen nur ein schnelles Geschenk für Käfer und Co. Der Ziegenkot enthält wertvolle Mineralien und dient als Kinderstube und Dünger. Die Fresslust der Ziegen erhält den Lebensraum und schafft für zahlreiche Insekten paradiesische Verhältnisse. Die sonnendurchfluteten Hänge tun ihr Übriges, dass sich Insekten und die, die von ihnen leben, wohlfühlen. Bei den Rotkopfwürgern scheint es Probleme zu geben. Der Nachwuchs hängt an einer Raupe, weiß wohl nicht recht, wie er mit dem Leckerbissen umgehen soll. In der Schlucht der Bienenfresser haben sich die Pärchen mittlerweile gefunden. Manche streiten wie alte Ehepaare.
Andere reichen sich noch Brautgeschenke. Nur wenn er seine Pflichten erfüllt, ist auch sie geneigt. Schon vor der Paarung haben die beiden begonnen, sich ein gemeinsames Heim zu schaffen und eine Brutröhre in die Steilwand gegraben. Dort werden sie gut geschützt, in naher Zukunft brüten und ihre Jungen aufziehen. Am Fuchsbau wird nach wie vor gespielt. Die Kleinen sind jetzt 2 Monate alt. 5 Geschwister in Aufbruchstimmung. Die Fuchsmutter ist unterwegs, um Nahrung heranzuschaffen. Ihre Jungen sind allein, wie die jungen Uhus oben auf dem Felsens. Deren Eltern verschlafen den Tag irgendwo in der Nähe. Gefährliche Nachbarn für die neugierigen Füchse. Europas größte Eule lässt sich erst blicken, wenn es Abend wird. Sie jagt jedes Tier, das sie zu fassen bekommt. Marder, Mäuse oder junge Füchse. Am nächsten Morgen sind es nur noch 4. Der abenteuerlustige Bruder hat seine Neugier mit dem Leben bezahlt. Schwül drückt die Sommerhitze auf das Land. Der nahende Gewittersturm lässt Wildblumen an den Feldrändern tanzen. Zuvor aber überzieht ein zauberhaftes Licht die Felder. Dann bricht das Unwetter herein. Das viele Wasser kann der Boden nicht schnell genug aufnehmen. Im nahen Balkangebirge verwandeln sich Rinnsale in reißende Bäche, schicken ihre Fluten hinab ins Donautal. Dort laufen die Häuser voll. Die Wassermassen verschlucken das Wenige, was die Menschen haben. Fast jedes Jahr kommt es zu schweren Überflutungen. Die Landbevölkerung zahlt einen hohen Preis für Bulgariens ungezähmte Natur. Wo vor Stunden noch Getreide reifte, paaren sich jetzt Libellen und fühlen sich Frösche wie zu Hause. Nichtschwimmer greifen nach jedem Strohhalm, schubsen sich gegenseitig ins tödliche Nass. Ein schwankendes Holzstück wird zum lebensrettenden Floß für eine pitschnasse Blindmaus. Ihre unterirdische Wohnung existiert nicht mehr. Kein Wunder, dass ihr der unfreiwillige Ausflug so gar nicht gefällt.
Störche machen dabei Fröschen und Unken das Leben schwer. Am nächsten Morgen ist im Balkangebirge vom großen Regen nichts mehr zu sehen. In diesem Teil Bulgariens leben wenige Menschen. Dafür gibt es umso mehr Wild. Für die Bulgaren sind die oft steilen Berghänge nicht leicht zu nutzen. Hinzu kommt, dass nur einige wenige Pfade tief in die Wälder führen. Die Bäume sind ein wichtiger Baustoff und für viele Familien die einzige Energiequelle. In Bulgarien gibt es keine große Holzindustrie. Wie im Donautal müssen Mensch und Tier auch im Balkangebirge harte Knochenarbeit leisten. Sind die Stämme gut verteut, tragen die Pferde ihre Last ins Tal hinab. Sie bringen das Holz zu Sammelstellen am Ende der wenigen Stichstraßen. Dann geht es mit dem LKW weiter. Die schonende Art der Waldnutzung kommt der Natur zugute. Viele Tierarten, die andernorts aus ihrem Lebensraum vertrieben wurden, haben hier noch Platz zum Leben. Schwarzstörche lieben die Abgeschiedenheit, brüten versteckt in entlegenen Bereichen des Balkangebirges. Sie suchen sich früh einen Partner, dem sie ein Leben lang treu bleiben. Als gut eingespieltes Team kümmern sich die Eltern um den Nachwuchs. Fliegt einer aus, bleibt der andere beim Nest. Ein Kernbeißer füttert seine Kinder mit Raupen. Babybrei sozusagen. Erstaunlich, wie geschickt der Vogel eine Raupe nach der anderen in den Schnäbeln der Kleinen verschwinden lässt. Während der ganzen Prozedur geben die Küken keinen Laut von sich. Ein Schutz vor Feinden.